Nachdem wir das Shidogafor besucht hatten, setzen wir unsere Reise fort und machen einen Zwischenstopp am Mahanal-Tempel. Während unserer Fahrt dorthin begegneten uns wie so oft Pilger, die uns mit ihrer Fröhlichkeit und Freundlichkeit begeisterten. Sie tanzten und winkten uns zu, und wir wurden sofort von ihrer Musik und Lebensfreude mitgerissen. Das letzte Stück zum Tempel legen wir zu Fuß zurück, begleitet von der rhythmischen Musik. Wir realisierten, dass wir genauso faszinierend und exotisch für die Einheimischen sind, wie sie es für uns sind. Verkaufs- und Essensstände vor den Tempeln sind in der Regel für Pilger und Einheimische bestimmt, da nur wenige ausländische Touristen hierher kommen. Gegenüber dem im 12. Jahrhundert erbauten Tempel befindet sich ein neuer Tempel, in dem Pilger ihre Gebete verrichten. Jetzt ist wieder Ruhe eingekehrt, nachdem die Pilger weitergezogen sind. Nur das Rauschen der Bäume im aufkommenden Wind ist zu hören. Hoffentlich bleiben wir vom Regen verschont. Ein kleines Stück noch und der Tempelkomplex liegt vor uns. Dieser antike Tempel ist der Gottheit Shiva gewidmet, einer der am meisten verehrten Gottheiten im Hinduismus.
Der Mahanal-Tempel befindet sich an einem beeindruckenden Ort. Wir gehen einige Stufen hinab und die volle Schönheit der Natur liegt vor uns. Wir erblicken den Wasserfall, der in die Tiefe stürzt, und am Ufer vergnügen sich einige Affen. Leider setzt Regen ein. Der warme Regen stört uns jedoch nicht und dauert auch nicht lange an. Natürlich werden die Schuhe ausgezogen, bevor wir das Heiligtum betreten. Auch auf den Treppen sollte dies bereits geschehen sein, wobei das Tragen von Strümpfen erlaubt ist. Der Stier repräsentiert Nandi, das Begleittier des Gottes Shiva. Nandi-Statuen sind oft im Eingang von Shiva-Tempeln zu finden. In der Frühzeit wurde Shiva selbst oft in dieser Form verehrt. Am Eingang des Tempels sitzt ein Trommler, dessen Klänge einen Gläubigen vor einer Nandi-Statue zum Tanzen bringt.
Natürlich musste es vor unserer Rückkehr zum Bus einen Masala-Tee geben. Unsere Fahrt führt uns nach Bundi, wo sich unser Übernachtungshotel befindet. Das Hattori Palais empfängt uns in Bundi mit seiner kolonialen Architektur. Einige Oldtimer standen hier bereit. Allerdings blieb uns verborgen, ob man sie mieten konnte. Bundi bietet zahlreiche Sehenswürdigkeiten, darunter eine historische Festung. Leider kamen wir sehr spät im Hotel an und so konnten wir von Bundi nichts sehen. Morgen setzen wir unsere Reise frühzeitig fort.